Wir sind jetzt bei der Interbus AG in Kerzers in der Garage und wir sehen hier diesen wunderschönen Greyhound-Bus Jahrgang 1948 inmitten von moderneren Fahrzeugen. Das sind Fahrzeuge vor allem von der Postauto AG und hier ist dieser Bus heute bereits schon aufgebockt, damit wir die sogenannte Machbarkeitsstudie machen können. Hallo. Also, dann beginnen wir mal vorne. Für die Straßenzulassung in der Schweiz mussten die oberen Lampen, die sogenannten Markers, es hat die gleichen auch hinten, die mussten abgetrennt werden, weil die sind in der Schweiz nicht zugelassen. Da ich diesen Bus auch als Ausstellungsbus nutzen möchte, möchte ich, dass wirklich die ganze Beleuchtung funktioniert. Einfach nicht angeschaltet, wenn man fährt, wenn es verboten ist. Aber ich habe gesehen, zum Teil haben sie die Knöpfe rausgenommen, den Schalter rausgenommen, was mich extrem schade dünkt. Also am Schluss möchte ich wieder alle Lampen funktionstüchtig haben, einfach nur diejenigen im Straßenverkehr eingesetzt, die eben zugelassen sind. Wir sehen hier die Nebelleuchten, die funktionieren noch, die sind eigentlich in der Schweiz noch nicht zugelassen vom Abstand her. Deswegen hat die Firma, die diesen Bus im 2011 wieder auf die Straße gebracht hat, kleine Lämpchen hier montiert. Die funktionieren auch noch. Wo der Schalter für diese da ist, das wissen wir nicht, haben wir nicht festgestellt. Oder vielleicht ist es einer der Schalter, der nicht angeschrieben ist, aber die Sicherung ist defekt. Das ist natürlich auch möglich. Was ich auch möchte, ist da dieser, wo jetzt Muster steht. Dort sollte eigentlich beim Bus drin, ich habe es noch nicht gefunden, die Ursprungsrolle sein, wo man die Bestimmungsstation gesehen hat. Und das möchte ich auch wieder in Betrieb haben. Ich weiß noch nicht wie, ob irgendwie auch in dieser Rollenform oder digital, weiß ich noch nicht. Aber ich möchte das auch beschriften können, dass wir irgendwie Ausflugsfahrten machen können, dass man dort steht, irgendwie Hochzeit, Andrea und Paul oder was auch immer. Das wäre wirklich optimal. Dann, was ebenfalls neu ist, nicht original, das sind diese Blinklichter hier. Die wurden von der Straßenverkehrsgebung in Zürich gefordert. Von der Länge her vom Bus haben wir gesagt, du musst dringend etwas haben, das man von der Seite sieht, wenn du abbiegen willst. Die sind ebenfalls eine neu gemachte, relativ diskret. Und ich finde, dass die Firma, die diesen Bus auf die Straße gebracht hat, die Firma Larac AG in Wiel, die haben wirklich, nach meiner Beurteilung, die haben wirklich eine gute Arbeit gemacht. Die haben das diskret gemacht und einfach so, dass es nicht allzu störend wirkt. Voilà. Und das andere ist sonst noch original. Antenne dort oben, keine Ahnung, was auf dieser Antenne gebraucht wurde. Ob da mal Funk drin war, keine Ahnung. Da gibt es dann auch noch, das ist sehr gut in diesem Bedienungsanleitung beschrieben, das sollte man irgendwie wegnehmen können, da müssen wir das Reserveraden irgendwie vorne drunter sein. Ich habe mich nicht getraut, das Ganze anzufassen, weil auf einmal bricht mich das auseinander. Aber das ist hier in diesem Operating Manual ebenfalls sehr, sehr gut beschrieben. In dem von Tüchtigkeit ist klar, damit der Fahrt tüchtig wird, das heißt, der Mischer muss dann hier dran sein, dass es nicht so funktioniert und dieser Ring auch nicht mehr. Gut, hat es nicht geregnet, ja? Zum Glück hat es gestern nicht geregnet, zum Glück haben wir auch keinen Nebel gestern. So konnten wir wirklich gute Videoaufnahmen machen. Die beiden Greyhound-Schilder, die eben original sind, man sieht es auch hier drauf. Ich habe übrigens sehr viele Fotos und sehr viele Dokumentationen zu dieser ganzen Geschichte. Die beiden, die gibt es noch. Und die kann ich auch organisieren. Die waren original. Das habt ihr bereits gestern gesehen, wie die ganze Geschichte aufgeschraubt hat hier. Das ist nicht so klappenmäßig, einfach zu und tack und klappen. Das ist immer mit Schrauben, also relativ aufwendig. Dort möchte ich zumindest, ich sage so, zumindest eine Klappe original haben. Wenn man zum Schluss kommt, die anderen sind derart verrottet und derart katastrophal, dass es gescheit ist, einen einfachen Anschluss anzubringen, da könnte man darüber diskutieren. Aber dass man zumindest einen noch original hat, weil es wirklich speziell ist, wie dieser Verschluss funktioniert. Er war, wie gesagt, im Linienverkehr, im Fernverkehr in Amerika. Deswegen hat es unten drin relativ viel Platz. Es wurde auch etwas Platz gebraucht. Wir sehen es dann, hier sehen wir es mit dem Ausstellungskasten. Der ist natürlich nicht original, der wurde eben eingesetzt von der Wooster Fashion. Der war auch beleuchtet, um eben auch ein bisschen Reklame zu machen. Der Bus stand 2-3 Jahre in Zürich. Genau da sind sie. Ah, genau, und dort kann man jetzt genau sehen, wo der Bus ist. Voilà, genau hier sind sie. Original, 55 Jahre.
Super, hä? Das musst du filmen, Mark. Wow. New Orleans. Guck mal da. Union City. Chicago. Wo ist er? Voilà, dort war er. Super. Haben wir auch das gesehen. Ne? Das werden wir so vermutlich nicht mehr einsetzen, aber sicher aufbewahren. Ne? Das ist das. Das ist absolut. Solche Sachen machen Freude. Dann war aber das hier drin. Und der Zustand vom Rahmen kann ich zu wenig beurteilen. Mich haben einfach die amerikanischen Kollegen, die diesen Bus sehr gut kennen, aus der Facebook-Gruppe Greyhound-Bus von diesem Modell gesagt, relativ ein heikler Rahmen. Die haben auch abgeraten, den Bus abzuschleppen im Sinne von vorne hochheben und nur auf der Hinterachse, weil der Rahmen offenbar nicht gemacht ist dafür. Ich bin kein Spezialist, kann das nicht beurteilen. Und da muss dann auch geschaut werden, ja, wie muss das saniert werden, kann das überhaupt saniert werden, Rost, nicht Rost, keine Ahnung. Das Ziel wäre, dass der einfach noch 75 Jahre mindestens noch läuft. Dann wieder. Ne? Hm. Voilà. Und auch hier so solche Details hier. Das ist keine Elektronik, die kaputt gehen kann. Blödsinnig einfach. Und nach 75 Jahren funktioniert es immer noch. Voilà. Von den Fenstern hier hinten wieder diese drei Marken, die eben in der Schweiz verboten sind. Habt ihr euch gestern geachtet, Bremslicht da oben dran? Hat irgendetwas gebrannt gestern? Ich meinte ja, aber das ist nicht Bremslicht. Das war nicht Bremslicht, das war Positionslicht. Ja. Okay. Die beiden Fenster, die sind offenbar nicht original. Die wurden einmal ersetzt. Und jetzt kommt das Piece de Resistance. Schon nur, wie man diese Motorhaube öffnet, dreiflügelig. Und diese Flüssen. Gemacht für den. Voilà, und das ist jetzt dieser Motor, der tatsächlich noch läuft. Also, wir sind mit dem gestern von Pöttiwili hergefahren. Es ist ein 6-Zylinder-Reihenmotor, Zweitakter, ist eine Spezialität, mit rund 7 Liter Kubik. Es ist ein Vierganggetriebe. Das Getriebe, das musste. Und man merkt auch bei diesem Motor, bei der Konstruktion, die hat sich schon verlegt. Was ist denn jetzt da hier? Ja. Konstruktion, Strom ist das Problem, gell? Aber. Diesen Motor kann man auch von hinten anlassen, mit diesem Kasten hier. Muss also nicht jemand vorne sein und sagen, wirf den Motor mal an. Diese Schaltung hier ist hier genau beschrieben. 48. Dieses Busmodell war das erste Modell in ganz Amerika, das mit einer Klimaanlage ausgerüstet wurde, bereits im Jahre 1948. Das sind Kerzen, ne? Ein Dünnmotor. Es gibt einen separaten Tank für Benzin. Ja, ja, genau. Es muss einen separaten Tank für Benzin geben. Was ist, dann sagt man heute Standklimaanlage. Vermutlich, genau richtig. Sie geht auch im Stand, genau, das ist ja. Genau richtig, ja. Genau. Was noch zu erwähnen ist, das ist dieser Bus, der Ausstellungsbus. Unterwegs ist, hat er vielleicht nicht überall die Möglichkeit, ihn mit einem Stromanschluss zu sehen. Also Stromanschluss hat er heute, das sollte auch relativ einfach sein. Es ist ein Generator dabei, das haben wir nicht gesehen. Ja. Ja. Gut, dann gehen wir mal rein. Das ist wahrscheinlich Taxi, wo ich mit der Leine. Ja, ich glaube auch, ja. Das ist zum Beispiel.
Gut. Jetzt vom Einstieg her. Ist denn auch durchdacht. Vollmechanisch mit dieser Kurbel. Und diese Kurbel, die kann man auf zwei Arten bedienen. Eine Art ist mit Ausfahren vom untersten Tritt und eine Art ist ohne Ausfahren vom untersten Tritt. Also ohne Passagiere, nur schnell rein, raus, durch eine andere Bewegung von dieser Kurbel kommt entweder dieser raus oder kommt nicht mehr raus. Ich brauche 75 Grad. Original ist eben, wir haben hier einen Tourenzähler, da war ursprünglich vermutlich der Tachometer. So wie es hier aussieht, war das ein Tachometer. Die unteren, die sind noch original, mit dem Öldruck, mit dem Batteriestand und mit der Temperaturanzeige. Und Tachometer ist der hier? Nein, das ist der Luftdruck. Luftdruck? Ja. 80, 8. Das ist 80. Luftdruck. Weil hier ist alles amerikanisch angeschrieben. Ja, das ist klar. Das ist der Luftdruck. Okay. Und ich habe eine kleine Checkliste gemacht, wie diese Werte sein müssen, bevor man losfahren kann. Die steht dort oben drauf. Und eben so kleine Details. Um diesen Motor ursprünglich in Betrieb zu nehmen, dann hat man diesen Schalter. Ja. Hat man diesen Schalter hier gebraucht. Der ist offenbar jetzt nicht mehr in Betrieb. Das hat man irgendwann abgeändert und hat diesen Schalter montiert für die Zündung. Jetzt ist die Zündung dieser Schalter. Und dann, wenn die Zündung angeschaltet ist, mit dem Startknopf läuft der Motor. Und das Ganze kann man auch von hinten machen, vom Motorraum. Um den Motor abzustellen, ursprünglich, hat man diesen Schalter hier einfach umgekippt auf Stopp und nicht diesen gebraucht. Dieser Schalter dort, der Stopp, das war ursprünglich der Emergency-Stopp. Und mit dem wurde irgendwie alles abgestellt. Aber das war nicht der normale Stopp-Knopf. Und da kann man sich jetzt fragen, ob man das so belassen will oder ob man es wieder so ursprünglich haben will. Das sind dann Sachen, die man noch diskutieren muss. Aber hier wurde eben auch Schalter rausgenommen. Eben vom Marker. Ist hier wunderbar beschrieben, original, wie das eigentlich aussehen sollte. Sieht es heute nicht mehr aus. Also da hat es Anpassungen gegeben. Und hier auch. Und der Tachometer ist jetzt dieses Kästchen da oben dran mit diesem Kilometer. Was auch noch interessant ist, wenn man den Motor warm laufen lässt, sollte man das bei 600 Umdrehungen machen, Touren. Und damit jetzt nicht einer hier sitzen muss und ständig den Fuß auf dem Gaspedal hat oder hinten ständig jemand ist, der vorhanden ist. Der Wagen wird nun hochgehoben, damit wir den Unterboden anschauen können, den Rahmen, die Achsen, die Bremsen, die Lenkung, sowie die Federung. Alles in einwandfreiem Zustand.
Fazit unserer Machbarkeitsstudie. Der 75-jährige Bus ist in einem sehr guten Zustand und es ist sinnvoll, mit weiteren Sanierungsmaßnahmen diesen Bus wieder auf die Straße zu bringen. Sei es als Reisebus, als Ausstellungsbus oder als Bus für Events aller Art. Das Projekt kann unter www.greyhoundbus.ch weiterverfolgt werden, wie auch auf den sozialen Medien.